Revue-Mitarbeiter in der Woche. Unsere fantastische Mitarbeiterin, Revue-Mitarbeiterin der Woche, ist Margot Schlönske. Unsere liebe Freundin Margot. Wer Margot Schlönske nicht kennt, der hat jetzt, glaube ich, so ein Bild im Kopf, wie immer bei Aktenzeichen XY ungelöst gesucht wird. Margot Schlönske. Das klingt sowieso wie so ein Aktenzeichen XY-Name. Das macht dich nicht unbeliebt. Ich mache mich nicht unbeliebt. Nein, ich liebe Margot. Meine okay. Oma hieß Margot. Oh. Ja, meine Oma hieß Margot. Ich war ganz toll. Ist das ein Kompliment? Ah, okay, ist ein Kompliment. Ja, meine Oma war eine tolle Oma. Okay. Margot. Margot ist keine Oma. Nein. Auf jeden Fall hat sie sich schwer ins Zeug gelegt für uns. Stimmt. Wir haben ja in der letzten Woche relativ spontan, ich meine, Mitch und ich, wir haben schon länger darüber nachgedacht, aber trotzdem haben wir relativ spontan das Thema mal aufgebracht, wie nennen wir eigentlich die Menschen, die die Dachboden-Revue Woche für Woche hören. Das sind echt einige. Wir kriegen so schöne Nachrichten von Leuten. Menschen, wie wir euch nennen sollen. Ja. Damit wir nicht immer sagen, die Zuhörenden. Oder die, die gerade jetzt da sind. HörerInnen. Und da war die Frage, die ging raus an euch alle. Und da kamen erstmal, es kamen schöne Antworten, aber irgendwie so richtig gepasst hat es nicht. Zum Beispiel, was war das? Die DB-Freunde. Ja. Also der Versuch war ganz nett, aber das erinnert uns doch ein bisschen zu sehr an die Deutsche Bahn. Ich verstehe das schon, weil Dach. Boden, ne, DB. Ja, ja, also das war mir auch klar, aber doch, der Klang ist dann doch so ein bisschen. Das klingt ehrlich gesagt wie das Bordmagazin der Deutschen Bahn. Mal gucken, was so in der DB-Freunde steht für heute. Das stimmt, ja. Oder kennst du noch diese Fernsehsendung Eisenbahnromantik? Wo nachts die ganze Zeit so Eisenbahnstrecken gefilmt werden? Mein Gott, musst du Langeweile haben. Hatte ich lange, bevor ich dich kennengelernt, hatte ich so Langeweile. Ah, gut, dass das vorbei ist. Aber Menschen, die Eisenbahnromantik gucken, die abonnieren auch die DB-Freunde. Ja, also nein. So, und Margot hat für uns einen kleinen Aufruf gemacht, eine kleine Umfrage auf Instagram. So ganz spontan. Ganz spontan, ohne es mit uns abzusprechen. Die Freche. Worüber wir uns sehr gefreut haben. Und ich weiß jetzt gar nicht mehr, welche Namen da alle dabei waren, welche Vorschläge. Sie hatte 4 Vorschläge, glaube ich. Mhm. Und da hat sie dann ihre Follower auf Instagram abstimmen lassen. Ich kann mal gucken. Vielleicht finde ich es noch. Das brauchst du ja gar nicht. Ach echt? Ja, weil wir haben ja gleichzeitig ein Telegramm bekommen. Willkommen zur Dachbodenrevue. Neue Folgen immer montags in deiner Podcast-App.